Man schaut den Menschen vor die Stirn, aber nicht ins Hirn. Antoine de Saint-Exupéry drückt es ein bisschen schöner aus. Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Es war in Berlin. Ein Dreitagesseminar. Am dritten Tag kam die Seminarteilnehmerin, die mit mir am meisten im Kontakt war während der drei Tage, zu mir und sagte: Herr Kutscher, jetzt weiß ich, was Sie mit Semantik gemeint haben. Naja, sage ich, erzählen Sie mal. Da sagt sie, ich habe gerade meinen Mann angerufen, der ist auf Montage in Südamerika, habe ihm gesagt, dass ich Urlaub habe, dass ich ihn gern besuchen käme. Wir hatten ein kurzes Telefonat und am Ende des Gespräches sagte er zu mir: Schatz, aber wenn du kommst, bring bitte einen Spiegel mit. Worauf sie sagte, soll ich vielleicht auch noch ein Moskitonetz und eine Isomatte mitbringen? Und er sagte, nein, nur die Zeitschrift. Und das ist spannend. Man schaut den Menschen vor die Stirn, aber nicht ins Hirn. Eine wahre Geschichte. Ein Patient kommt zum Arzt in der Schweiz in Zürich und sagt, Herr Doktor, es geht mir schlecht, in den letzten Tagen immer schlechter. Ich glaube, ich habe Depressionen. Der Arzt untersucht ihn und diagnostiziert tatsächlich Depressionen, sagt aber dann zum Patienten, es sind leichte Depressionen. Wissen Sie was? Gehen Sie mal wieder unter Leute. Lachen Sie mal wieder. Haben Sie mal wieder Spaß und Freude. Der Blick des Arztes fällt auf seinen Schreibtisch, da liegt die Tageszeitung und da wurde der große Komiker Grimaldi angekündigt. Und er sagt, hier, Grimaldi ist in Zürich, bitte gehen Sie dahin, lachen Sie, freuen Sie sich, hauen Sie sich auf die Schenkel. Und der Patient sagt, ich bin Grimaldi.